Heute zeige ich euch, wie ich eine Klassenarbeit für das Fach Englisch aufsetze. Was springt dabei für euch heraus? Ganz einfach. Indem ihr seht, wie ich sowas mache, wie so etwas quasi live passiert, habt ihr noch die Möglichkeiten, euch wesentlich besser auf die Klassenarbeit vorzubereiten. Dazu beantworte ich noch eure brennendsten Fragen live und gebe euch zu jeder Aufgabenstellung noch einmal Tipps, damit ihr bessere Ergebnisse erzielen könnt. Ich habe in meinem Lehrerleben bisher über 5000 Klassenarbeiten aufgesetzt und natürlich auch korrigiert. Also hier bekommt ihr wirklich Informationen aus erster Hand. Ganz kurz erstmal die drei Grundprinzipien, die für mich wichtig sind, wenn ich eine Klassenarbeit aufsetze. Die Klassenarbeit muss fair und angemessen sein. Sie muss so konzipiert sein, dass ihr zeigen könnt, was ihr gelernt habt. Ich möchte also kein Reinreiten. Ich möchte, dass ihr zeigt, wie ihr euch vorbereitet habt. Und das Dritte klingt banal, ist aber so, ich frage in der Klassenarbeit genau das ab. Also es kommt das dran, was wir eine Woche, spätestens eine Woche vorher auch wirklich aufgeschrieben haben. So, zusammengefasst, Transparenz ist mir also wichtig. Transparenz, das ist also die Nachvollziehbarkeit, deshalb auch dieses Video. Und wir erstellen heute mal eine Klassenarbeit für das Fach Englisch für meinen Kurs 8C und D. Und ich würde sagen, wir fangen einmal an. Anlaufstelle Nummer 1 ist natürlich hier meine Homepage. Und hier oben sehen wir bei Klassen und Kurse, da gehen wir drauf. Und dort klicken wir jetzt den Kurs an, Englisch 8, C und D. Da steht euch natürlich auch zur Verfügung. Und hier sehen wir erst nochmal, was wir gemacht haben. Wir haben also über Kalifornien geredet. Ich zeige euch gleich, wie wir das aufbauen. Hier ist die Grammatik, die wir gemacht haben. If lost, type 1 and 2. Und natürlich ein bisschen weiter runter auch das, was wir festgehalten haben, was in der Arbeit drin vorkommt. Und hier sieht man erstmal, wir haben die Dreiteilung. Wir haben also einmal die Information. Das wäre bei uns das Thema Kalifornien. Wir haben eine Map mit 6 Sites und wir haben über verschiedene Sites gesprochen. Dann haben wir einen zweiten Teil, das ist bei mir Grammar. Und ein dritter Teil, das ist oder sind die Vokabeln hier genau aufgeschrieben, von welcher Vokabel bis welcher Vokabel. Steht keine dabei, wie zum Beispiel hier bei der 208 ist es die ganze Seite. So, das habe ich auch immer ausgedruckt einmal vor mir liegen. Das sehen wir hier genau vor mir. Da ist es nochmal ausgedruckt. Das habe ich immer neben mir liegen, damit ich weiß, wie es losgeht. So, damit wir nicht ganz bei Null wieder starten, denn das wäre ein bisschen schwierig, habe ich Folgendes immer vorbereitet. Und zwar kann man das hier sehen. Auf dem Desktop habe ich immer eine Klassenarbeitsvorlage. So sieht das bei mir aus. Hier würden wir dann erstmal reinschreiben, das wäre ja dann die letzte Arbeit, English Class Test Number 4. Und hier kommt immer der Vorschlag der mündlichen Note hin. Hier am Schluss die Punkte, da die Note der Klassenarbeit, drunter die mündliche Note. Beides wird natürlich auch von den Erziehungsberechtigten unterschrieben, denn so bin ich mir sicher, dass beides ankommt. So, am Anfang einer Klassenarbeit kommt entweder ein Listening oder ein Reading. Wir machen hier ein Reading am Anfang. Das bedeutet, wir brauchen jetzt also einen Text. Wir brauchen einen Text, einen unbekannten Text, zu dem dann Fragen gestellt werden. So, wo bekommen wir diesen Text erstmal her? Oft ist es so, dass wir im Workbook und im Textbook bereits alle Texte gemacht haben. Natürlich auch nochmal, um uns für die Klassenarbeit vorzubereiten. Können wir also nicht mehr nehmen. Jetzt brauchen wir einen neuen Text und dann gehen wir ganz klassisch einmal zu Google. Und zwar gucken wir mal nach. Ich denke mal, hier mal was ganz Gutes, vor allen Dingen, weil wir ja sowieso die Quelle auch angeben müssen. Dann würden wir uns diesen Text einmal nehmen, um uns da entsprechend zu entlasten, nehmen wir die Quelle dazu. Und natürlich hier, wie ich auch immer sage, wir müssen das natürlich auch umformulieren. Wir können also nicht 1:1 wirklich nehmen, die Quelle geben wir an. Ich versuche es allerdings trotzdem mal ein bisschen anzupassen, die eine andere Vokabel, auch wenn man weiß, man muss natürlich nicht den ganzen Text verstehen können. Viele Wörter erschließen sich auch aus dem Zusammen. Trotzdem muss er natürlich auch auf das Niveau passen. Jetzt brauchen wir natürlich noch Fragen zu diesem Text. Ich denke mal hier, was sich anbietet, ist
Wir könnten zum Beispiel hier ein Ankreuzteil nehmen, right or wrong. Ich nehme nicht so gerne right, wrong, not in the text, weil ich finde, das lässt immer Interpretationsspielraum offen und right und wrong, die Statements finde ich gut, und dass man dann, sagen wir mal, die wrong Statements, also die false Statements dann verbessern kann. Und ich würde hier natürlich auch noch ein paar Fragen nehmen, die man auch im ganzen Satz beantwortet, damit man im ganzen Satz antwortet, auch nochmal dran denkt, nicht anfangen mit and but because zu antworten. Das könnte man nochmal dabei schreiben, setzen wir mal da was auf. Bei mir gibt es normalerweise immer 10 Punkte. Also für das Reading oder für das Listening gäbe es am Anfang 10 Punkte. Für die Vokabeln ungefähr 10 Punkte. Dann gibt es für die Grammatik 10 Punkte. Für die Information 10 Punkte. Und für den Text, den man am Schluss schreiben muss, auch 10 Punkte. Das ist alles relativ extra fair verteilt. Da sind wir wieder bei dem Prinzip der Transparenz. Ja, verhindert auch, wenn ich irgendwo einen Blackout habe, dass man halt dann irgendwo auch nicht zu tief fallen kann. Wenn ich sage, wir machen jetzt hier 5 Punkte für Vokabeln, aber 40 Punkte für ein Textschreiben und ich habe den Blackout beim Textschreiben, kann ich eigentlich nicht mehr auf die, sagen wir mal, mittlere Notenebene springen. Ich hatte auch mal einen Schüler in all den Jahren, der stand vor mir, der fing überhaupt nicht an mit der Schreibaufgabe. Da war ich gerade ganz neu als Lehrer. Und dann habe ich ihn am Schluss gefragt, warum hast du denn den Text da am Anfang? Warum hast du den nicht gelesen und beantwortet? Da habe ich gemeint, warum soll ich das machen? Der Text, da gab doch sowieso nur 5 Punkte und am Schluss gab es viel mehr. Und da habe ich damals gemerkt, da hat er recht. Ja, das stimmt. Warum soll er da in der Klassenarbeit, in den 45 Minuten, da 10, 15 Minuten investieren, wenn es da nur einen ganzen Bruchteil von Punkten gab? Und daraufhin habe ich das auch geändert und seitdem gibt es bei mir immer für jede Aufgabe die gleiche Punktzahl. Gucken wir mal, wie es hier im praktischen Beispiel aussieht. Jetzt haben wir erst den Reading-Teil abgeschlossen. Wie könnt ihr euch auf diesen Text vorbereiten? Das Gute ist, erstmal ein bisschen Druck rauszunehmen. Ihr könnt für diesen Text nicht direkt lernen, denn ihr seht, so setze ich diese Texte zusammen. Es ist immer wieder ein anderer Text. Ihr nehmt euch, guckt euch nochmal im Workbook und im Textbook wirklich gerade Texte an, die noch nicht bearbeitet sind, und beantwortet dazu Fragen. True und False, im Workbook findet ihr genug solche. Ansonsten geht ins Internet, googelt das ruhig. Easy Texts California. Das heißt ja nicht, dass euer Level jetzt easy unbedingt sein muss. Es ist ja auch nur, das Internet ist ja groß und weit, das ist ja auch für Native Speakers. Das heißt, wenn ich was lesen möchte, kennt das, ihr guckt ja gerne bei Wikipedia, was immer so ein bisschen zwiespältig ist, weil da die Quelle nicht immer klar ist. Aber auch in Wikipedia verstehe ich nicht alles direkt. Das heißt, wenn ich schreibe Easy Texts, bedeutet das nur, dass ich Texte bekomme, die natürlich auch von den Vokabeln her einfacher zu verstehen sind. Und das macht einfach manchmal Sinn. Googelt das einfach, Easy Text, New York City Easy Text, was auch immer ihr gerade am Thema habt. Guckt dann mal an oder druckt euch das vielleicht einmal aus. Manchmal habt ihr auch so PDFs dabei, die könnt ihr euch ausdrucken. Gebt die, fragt vielleicht mal euren Lehrer, gebt die ab. Hier, ich habe da was gemacht, ist das so ungefähr, kommt das, könnte das so vorkommen, kann man sich das von den Fragen her so vorstellen. So, damit sind wir erst einmal durch mit dem Text. 58 Minuten haben wir bisher gebraucht. Hab mal nachguckt hier, Luis, Marie, Lara, Sophie, Maya und Paul fragten, wie lange brauchen sie für eine Klassenarbeit? Ich sagte so, ja, 2 bis 3 Stunden. Eine ist schon rum. Jetzt kommen wir zu dem nächsten großen Bereich. Und zwar müssen wir abfragen, die Informationen, die wir gelernt hatten, die Vokabeln und die Grammatik. Wir hatten, können uns das einmal ganz kurz angucken, ein Projekt hier bei mir auf der Homepage, sieht man das, gemacht zu Kalifornien. Wir haben eine von mir selbst erstellte Map bearbeitet, um Sehenswürdigkeiten rauszufinden, haben dann uns eben aus verschiedenen Texten anteilmäßig uns die Informationen besorgt über San Francisco, LA, Sacramento, Death Valley, Yosemite National Park und Sierra Nevada und haben diese vorgestellt in kleinen Gruppen. So, jeder hatte eine Gruppe. Und am Schluss hat sich daraus dann ein ganzes Teil quasi ergeben wie ein Puzzle. Und dann hatten wir uns dann über alle Orte in Kalifornien informiert. So, diese Informationen wurden dann auch hier jeweils reingeschrieben in digitaler Form auf dem Tablet, auf dem Schülertablet. Und die wollen wir jetzt abfragen. Wir machen hier mal ein Multiple Choice draus.
und gucken uns einmal an, welche Informationen hatten wir. So, hier gucken wir nochmal unten auf unsere Liste, die wir haben. Die haben wir natürlich auch ausgedruckt, denn hier können wir das immer abhaken. Wir hatten gesagt, Map, die kommt am Schluss im Text dran. Und jetzt fangen wir mal an mit Los Angeles. Das sind die Facts, die präsentiert wurden. Jetzt gucken wir mal, erstmal schauen wir mal, wie viele Leute leben da. So, dann machen wir das mal zuerst. In Los Angeles. Jetzt haben wir folgendes Problem. Wir haben 6 Sites gehabt und wir haben daraus jetzt 6 Informationen gemacht, die wir abfragen. Jetzt haben wir allerdings nur noch 4 Punkte übrig, aber 6 Sites, wollen aber keinen benachteiligen. Wir nehmen das Tablet als Zufallsgenerator. Wenn wir aufschreiben, Information zu lernen, das und das und das, dann braucht ihr das eigentlich für 2 Sachen. Erstens natürlich für diese Aufgabe. Gut auswendig gelernt. Hier geht es tatsächlich, hier ist viel Reproduktion. Das heißt Niederschreiben von dem, was auswendig gelernt wurde. Das braucht ihr hier. Und diese 10 Punkte, nehmt die dankend und schnell mit. Denn ihr braucht hierfür wesentlich weniger Zeit, wie zum Beispiel im Vergleich zu der ersten Aufgabe, um die 10 Punkte zu bekommen, weil da müsst ihr allein schon Text vorher lesen. Ja. Die Informationen habt ihr aber nicht nur hier für diesen Text gelernt, für die Reproduktion, denn ihr müsst sie später auch nochmal anwenden. Und das wäre dann in dem Text, der am Schluss zu schreiben ist. Das gucken wir uns später im Detail noch ein bisschen genauer an. If Clauses Type 1 and 2, die werden ja im Englischen auch sehr, sehr häufig benutzt. Ich versuche immer auch, sagen wir mal, was Grammatik angeht, auch im Unterricht oder auch dann natürlich in den Klassenarbeiten, das zu nehmen, was im Englischen natürlich auch relativ häufig vorkommt, damit man auch so richtig, wenn man es auch sprachlich anwenden kann, damit man sieht, das macht auch Sinn. Und If-Clauses 1, 2, später 3, sind sehr, sehr häufig im Gebrauch. Wir haben vor uns liegen If-Clause Type 1 und Type 2. If-Clauses. Auch hier wieder, wie bei allen anderen Aufgaben, wir nehmen wieder 10 Punkte. Hier bietet es sich an, wahrscheinlich 5 zu nehmen, if clause 1, if clause type 2. He will do it. Geben wir ein, if clause type 2 exercises. I would go and help her. Wir haben verschiedene Lücken. Einmal mit Verben, einmal ohne Verben. Wir haben einmal mit dem If-Clause angefangen, einmal mit dem Main-Clause angefangen und wir haben bei J, also bei dem 10, eine Line, eine Linie gelassen. Hier kann man dann selber seinen eigenen If-Clause 1 und 2 schreiben. Schön ist es eigentlich auch, das ist bei anderer Grammatik, bietet sich das mehr an, wie zum Beispiel Simple Past, Present Perfect, indem man zum Beispiel einen zusammenhängenden Text schreibt oder einen zusammenhängenden Text gibt, indem man zum Beispiel einen Dialog beispielsweise, den man dann ausfüllen muss. Hier finde ich allerdings diese Variante mit am besten. Das wäre also die Grammatik und jetzt würden natürlich noch die Vokabeln fehlen. Ganz oft werde ich gefragt, kam auch von euch die Frage natürlich, wie suchen Sie die Vokabeln aus? Ich suche mir die raus, die für euer, sagen wir mal, lebenslanges Lernen für Englisch am effektivsten sind. Es bringt mir manchmal nichts, euch Vokabeln aufzugeben für irgendeinen Text, der jetzt zufälligerweise gerade in diesem Buch steht, die allerdings so speziell sind, die man danach gar nicht mehr braucht. Wir machen steigenden Schwierigkeitsgrad die Tabelle, das wäre dann Aufgabe 5. Manchmal nehme ich die Sätze aus dem Buch, überlege mir manchmal genauso gut ähnliche, sodass man jetzt die Vokabeln auch im Kontext einmal anwenden kann. Das waren die Vokabeln. Writing ist eigentlich immer mit das Schwierigste. Hier geht es darum, Informationen anzuwenden in Sätzen. Ich muss wissen, Subject, Verb, Object, Place,
und Time an den Schluss. Ich muss wissen, welche Zeit nehme ich, Consistency, fange ich zum Beispiel an im Simple Pass, bleibe ich im Simple Pass, ich wechsle Zeiten, nicht einfach so ohne triftigen Grund im schriftlichen Englisch. Schriftliche Englisch ist sehr schwierig. Jetzt versuchen wir mal, eine ansprechende Aufgabe zu stellen. Ganz wichtiger Tipp für die Klassenarbeit, schreibt euren Text, lasst ihn, falls es die Zeit erlaubt, eine Minute liegen, geht dann nochmal durch, nur niemals nach allen Fehlern gleichzeitig. Guckt zum Beispiel erstmal nur durch, Subject, Verb, Object, Place und Time. Habe ich Zeit, ist die wirklich am Ende vom Satz? Sind die Verben alle in derselben Zeit wie zum Beispiel im Simple Past? Ja, guckt dann nach der Rechtschreibung, guckt vor allen Dingen, habe ich ein Komma vor because oder ein Komma vor that? Weg damit, kein Komma vor because, kein Komma vor that. Aber macht das in 4 verschiedenen Schritten, nicht in einem. Gut, wir gucken also jetzt einmal rein, versuchen mal etwas hoffentlich Ansprechendes zu gestalten. Los geht's. Man soll vielleicht eine kleine Tour mit, sagen wir mal, 3 Sehenswürdigkeiten sich selber auf der Karte suchen, vielleicht eine kleine Route ziehen und dann einen kleinen Erfahrungsbericht drüber schreiben. Hey, wie war meine, das war meine Reise durch Kalifornien. Das und das habe ich gesehen, das habe ich erlebt. Und dann würde ich sagen, wäre das doch ein schöner Text. Write an interesting article for our school magazine. Wir geben noch gewisse Redemittel zur Verfügung, geben vielleicht hier noch den einen oder anderen Tipp, damit das vielleicht besser gelingt. Wie allerdings setzen sich jetzt diese 10 Punkte so transparent zusammen, dass ich weiß, wenn ich jetzt die Arbeit wieder bekomme, aha, deshalb habe ich zum Beispiel nur 6 von 10. Und ich möchte nicht einfach eine Punktzahl drunter schreiben. Die soll sich ja wirklich logisch nachvollziehbar auch zusammensetzen. C ist der Inhalt. Das heißt, ich gebe 10 Punkte auf den Inhalt. Dann gibt es, Inhalt heißt zum Beispiel, habe ich jetzt hier in diesem Fall wirklich, wir gucken nochmal gerade, habe ich wirklich 3 Sites genommen, 3 Sehenswürdigkeiten. Ja. Gebe ich wirklich nützliche, gute Informationen. L ist dann Language, die Sprache. Das bedeutet, hier kommt alles mit Grammatik rein. Hier kommt der Satzbau mit rein. Dann die Präpositionen by, at, on, in. Alle die natürlich auch ein bisschen Probleme machen. Und SP ist alles, was mit Rechtschreibung zusammenhängt. Und dafür gibt es jeweils 10 Punkte. Am Schluss addiere ich das, teile es dann durch 3 und komme dann natürlich auf eine finale Punktzahl. Also das ist das Aufsetzen einer Klassenarbeit. Damit ist es allerdings noch nicht getan. Jetzt im nächsten Schritt, das lohnt sich natürlich aber auch nicht mehr zu filmen, drucke ich das Ganze aus. Ich habe das dann immer gerne einmal vor mir liegen. Dann gehe ich ganz genau nach Rechtschreibung durch, gucke die Fehler. Ich gucke, ob hier auch Consistency ist, es alles gleichbleibend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, die Aufgaben richtig nummeriert. Ja, kann oft sein, dass sich dann Fehler einschleicht. Erste Aufgabe, zweite Aufgabe, vierte Aufgabe. Wo ist die dritte? Gucke danach, ist die Rechtschreibung überall richtig? Macht die Arbeit logisch Sinn? Ist sie gut aufgebaut? Nochmal. Emma fragt zum Beispiel, was zählt am meisten bei so einer Arbeit? Da haben wir gesagt, immer diese 10 Punkte, damit man einfach auch nicht zu tief fallen kann, wenn man ein Blackout hat. Marie fragt, lenken Sie Ihre Kinder nicht ab? Ja, das ist manchmal schwierig, aber jetzt kam keiner rein. Das hat zwischendrin aber ein einziges Mal geklingelt, aber auch ganz schlimm, aber da hatte ich sowieso kurz gerade einmal auf Stopp gedrückt, da war eine Aufgabe rum. Das Reading am Anfang haben wir gesehen, das baue ich mir selber zusammen, gibt es keine Vorlage. Machen Sie immer eine neue Arbeit oder machen Sie die doppelt? Ich mache tatsächlich immer eine neue Arbeit, ich mache keine doppelt. Guck genau, was kommt in der Arbeit vor. Was wird gefragt? Dort seht ihr die Klassenarbeiten und hier unten ist, wie man sich auf eine Klassenarbeit vorbereitet. Zum Beispiel, indem ihr euch einen eigenen Vokabeltest erstellt. Zum Beispiel, indem ihr euch zusammensetzt und euch gegenseitig Vokabeln abfragt. Schriftlich selbstverständlich. Leo.org immer dabei, um vielleicht zum Beispiel auf den Speaker-Button zu klicken, dann kriegt man die Aussprache noch einmal. Schreibt euch Texte gegenseitig über euer aktuelles Thema. Sagt, wir schreiben eine Postkarte, eine E-Mail, ist ganz egal, es geht ums Schreiben. Trainiert das Schreiben, gebt sie euch gegenseitig, ja?
um die Texte einmal zu kontrollieren. Schickt sie mir, sonst fragt jemand anderen, der vielleicht einmal drüber guckt. Dann, ganz wichtig natürlich, die reproduktiven Sachen, die müssen sitzen. Die Informationen natürlich auch. Jede Klassenarbeit hat einen Informationsteil. Diese Informationen müssen gelernt werden, die müssen sitzen. Da kann man sich selber einen Multiple-Choice-Test schreiben, 3 Tage liegen lassen, damit man es vergessen hat, nochmal kontrollieren. Bei allen weiteren Fragen, hallo@g-wirke.de oder Kontakt über meine Homepage. Ich drücke euch die Daumen, das war mein Special. Ich bin und würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und gebt gerne einen Daumen nach oben oder schreibt in die Kommentare rein zu diesem Video. Ich freue mich. In diesem Sinne, bleibt fleißig und bis zum nächsten Mal. Euer Herr Wicke.